Guten Morgen und hallo zu einem neuen Adventskalender. Wie jedes Jahr ein Adventskalender zum Dezember. Haben wir schon fucking Dezember wieder? Meine Fresse, geht das schnell. Also, wer es noch nicht weiß, Adventskalender gibt es vom 1. bis zum 24. Dezember. Das ist meistens so, aber diesmal nicht mit Schokolade, sondern jeden Morgen um 6. Sagt Bescheid, wenn früher, aber ich dachte so, wenn die Leute aufstehen, vor der Schule oder sowas, kann man, da kriegt, also habe ich auf jeden Fall meinen Adventskalender mal geöffnet. Und da deshalb, jeden Morgen um 6 gibt es ein Türchen, das heißt ein angespielt von einem Weihnachtsspiel, von irgendeinem Weihnachts... Naja, thematisch eher. Ich glaube, nicht alle sind weihnachtlich. Guckt euch einfach die alten mal an, dann wisst ihr, was ich meine. Aber wir fangen an mit Christmas Runner. Ich habe keine Ahnung, aber es wurde ja so ein bisschen... So Runner-Spiele, Bitrunner oder sowas, war ja sehr erfolgreich und sehr beliebt. Und vielleicht ist das so ähnlich. Wir gucken einfach mal. Mit linker Maustaste werden wir springen und mit Space rollen wir. Okay. Und wir können für jede 3 Sekunden runnen, können schneller laufen. Kostet aber immer... Je mehr wir wollen, desto mehr dauert das. Und springen. Wir können alles upgraden. Ein Upgrade-Spiel. Oh mein Gott, das könnte ich ja wieder ewig spielen. Ich liebe Upgrade. Nom, nom, nom. Wenn ich die esse, kriege ich Punkte und laufe schneller. Aber hat auch Nebeneffekte. Nicht, was nicht gut ist. Es gibt auch die versteckt. Hat aber auch Nebeneffekte. Aber Ice Cream ist auch super. Und mit den Punkten, die wir haben, können wir alles upgraden. Wir müssen Santa safen, warum auch immer. Wir müssen ihn retten vor irgendwas. Vor Bowser. Ach, hier steht, beim großen Vogel wurde Santa weggenommen. Ja, ist ja gut. Okay, wir können upgraden. Wir haben 10 Punkte am Anfang. Und wir können jetzt diese 4 Sachen upgraden. Und das liebe ich, ja. Wenn einige Spiele es nicht übertreiben. Und es am Ende so machen, dass es überhaupt keinen Unterschied mehr macht. Also ich mag es, wenn man wirklich merkt, dass man besser wird und so. Das zeige ich auch mal an irgendwelche Spiele. Damit springt man höher. Damit man schneller. Hiermit kann man mehrmals springen. Ich würde mal sagen, wir machen hier ein Plus. Woher weiß ich, wie gut ich bin? Hier ein Plus. Woher weiß ich, wie gut ich bin? Nehmen wir einfach mal so hin. Wir merken uns das einfach. Level 1. Die Decken können sehr gefährlich werden. Okay. Uhu. Ja, das ist vielleicht wirklich Bitrunner. Wir springen und rollen. Duck and Cover. Ah, gleich gegengelaufen. Kann man länger rollen? Man kann länger rollen, man muss nur gedrückt halten. Ich bin ein Vollidiot. Guck mal, und jedes Spiel kann weihnachtlich werden, wenn man ist... Oh, fuck. Was stand da? Wait. Wenn man Schnee und macht und eine Mütze aufsetzt. Ich denke mal, das Spiel war gar kein Weihnachtsspiel, sondern... Oh, ich habe einen Geheimgang gefunden. Na, okay. Konzentration jetzt mal ein bisschen. Wenn alles schneebedeckt ist, denkt jeder gleich an Weihnachten. Ganz schön heftig, oder? Woran denkt ihr, wenn alles sommerlich ist? Ah, okay. Können wir jetzt nicht dreimal jumpen sogar? Jö, natürlich submitten wir gleich bei Twitter, weil ihr interessiert euch total, wie viele Punkte ich bei Christmas Runner gemacht habe. Natürlich. Okay, nee, ernsthaft. Wenn es schneit gleich, oh, wie weihnachtlich. Wenn die Sonne scheint, denkt man irgendwie an Alkohol und Bitches. Naja. So, wir haben 8 Punkte und... To jump more than once after the jumping phase. Ich will wissen, wie oft ich springen kann. Spiel? Wir machen das. Das.
und das. Einfach nur mal gucken. Why? Irgendwie kann ich nicht mehrmals springen, obwohl ich es geupdatet habe. Vielleicht muss ich es öfter updaten, das wäre aber Bullshit. Das macht ja keinen Sinn. tgames.com. Wir hauen einfach ein Santa-Kostüm rauf und schon ist es weihnachtlich. Das geht bei Pornos, das geht bei Actionfilmen. Ach ja, das stimmt aber wirklich. Einige Actionfilme haben dann irgendwie ein Santa-Kostüm oder Horrorfilm und dann gleich so, oh, ein Weihnachtsfilm, den müssen wir gucken dann. Each new level of this makes you jump higher with each sum. Ah nee, okay, machen wir gar nicht einsammeln. Sag mir mein Level. Ah, ihr seht gar nicht, wie ich es auswähle. Ist egal, müsst ihr auch nicht. Ihr seht's ja dann, wenn ich es euch sage, dann achtet ihr da drauf und dann geht das alles. Oh mein Gott! What the fuck ist das? Alles will mich töten. Alles will mich töten. Warum? Mag diese Welt in Dunkel und Schwarz etwa kein Santa? Ach fuck. Warum hasst ihr alles? Wie zum Beispiel die Musik, die gut ist, aber irgendwann auch nervt. Okay, ich bin echt schlecht. Deshalb habe ich Bitrunner auch nie gespielt. Vielleicht irgendwann mal. Aber ich bin nicht so gut darin, obwohl es hier nur zwei Sachen gibt. Also eigentlich... Das ist heftig. Das ist heftig, okay. Konzentration. Ist es wirklich so grau, was meint... Ich kann das nicht abschätzen. Es wird dir mal so gezeigt, dass... Vielleicht denken das Leute, die auf dem Land gelebt haben oder sowas. Aber was ist, wenn welche in der Großstadt aufgewachsen sind? Ja, ganz ruhig. Yay, das gab total viele Punkte. Yay. Höher springen, muss ich das nicht sogar mal machen? Wäre mal ganz gut, würde ich mal sagen. Guck mal, habe ich scheinbar schon das beste Level. Ich kann es mir nicht höher schalten. Dann gebe ich mir noch einen höheren Jump. Keine Ahnung. Lauf schneller, yay! What? Jump more than once. Muss ich das jetzt wirklich, Oh mein Gott, das Spiel will mich doch verarschen. Muss ich das jetzt so machen? Warte. Ich kann nicht nochmal springen. Wartet. Man muss das hin und her machen. Das ist natürlich jetzt richtig nervtötend. Das mag ich nicht. Das ist wie bei Orcs Must Die. Wie ich langsamer wurde, habt ihr es gemerkt? Das ist nicht gut. Okay, Leute. Das ist ja mal ein Kack. Erstes Spiel. Man muss das immer so, die Punkte so anordnen. Man kann gar nicht mehr holen, wie bei Orcs Must Die, sondern man muss immer wieder anordnen. Das suckt. Okay, komm. Wir konzentrieren uns mal. Also ich. Hier bestimmt wieder nicht. Muss ich weiter oder schneller laufen? Ja, lauf. Ich schaffe es. What the fuck ist das? Aber ich hab's geschafft. Und ich bekomme richtig viele Punkte. Okay, wir nehmen mal alles weg und gucken. Das ist ein ganz anderes Spiel. Das ist wie so ein kleines Tower Defense. Man denkt, man hat Freiheiten, aber eigentlich nicht.
Das müssen wir einen höher machen, da müssen wir zwei höher machen. Hier. Zwei. Da können wir jetzt drei machen. Ich glaube, mehr als drei brauchten wir auch nicht. Hier noch ein höher. Gucken wir mal. Okay. Einige haben Spaß an so welchen Spielen, habe ich gehört. Yay, jetzt habe ich wirklich was Heimes gefunden. What the Nein, ich war so gut. Okay, Leute, das regt mich auf. Das war ein angespielt von was steht da? R2L Christmas Runner. Wenn ihr es mögt, wenn ihr solche Spiele mögt, das ist kein Upgrade-Spiel, nicht wirklich. Es ist eigentlich ein Skillspiel mit dem richtigen Einsetzen der Fähigkeiten, die man hat hier. Nee. Macht wie ihr wollt. Habt Spaß damit. Ist umsonst. Und daher braucht ihr euch Bitrunner gar nicht zu holen. Obwohl vielleicht Bitrunner besser ist. Aber wenn ihr ein bisschen Weihnachtsstimmung kommen wollt, oder besser gesagt ein bisschen frieren, dann könnt ihr das machen. Wir sehen uns morgen beim nächsten angespielt. Mit einem vielleicht ein Spiel, wo ich nicht so sacke. Also, nein, das wird nicht passieren. Bis dann.